Hallo zusammen. So, ich möchte gerne euch ein paar Filmen, kleines Filmen machen von hier, von Bad Kissingen. Wir sind für das erste Mal in Bad Kissingen auf diese Abenteuer Allroad Geschichte. Haben wir nur gehört, dass es schon ist. Wahrscheinlich, wir werden gucken. Ich werde euch einfach erstmal sagen, was wir gestern erlebt haben. Wir sind so um die 3 Uhr gekommen und hier sind organisatorisch ist nicht so 100% okay. Erstes Mal, du hast nie einen richtigen Parkplatz, wo kannst du parken. Für das bezahlst du trotzdem 45 Euro, ja, 2 Personen und ein Auto, 45 Euro pro Tag. Wofür, keine Ahnung. Hast du gar nichts hier, Wasser, Abwasser, Strom, gar nichts. Ja. Und sagt, habt ihr 4x4 Allrad? Da sage ich, nee, habe ich nicht. Ja, da muss hier auf dem Parkplatz 4. Parkplatz 4 bedeutet, ich drehe meine Kamera. Eine Straße, ja, im Mittelfeld. Und du darfst nicht auf der Straße, sondern du musst auf dem Feld parken. Die sind hier überall. Ist noch eine Straße nach rechts, ist noch eine Straße da oben. Sieht man noch ein paar, noch ein, da eine. Ich zeige euch weiter. Und sagt, ja, ihr dürft nicht auf der Straße, die Feuerwehr und andere Auto muss rein. Und schau mal hier, ich bin einfach hier gehängt. Ich konnte nicht mehr raus, dann zum Glück ist jemand mit einem Mitsubishi Pajero, hat uns unser Auto raus. Genau, da waren wir. Weil du darfst nicht auf der Straße, dann musst du 90% wie der hier auf dem Wiese. Der ist sogar ein bisschen mehr als alle anderen. Und so sieht es aus, wo du hier parken musst. Ja, gibt es keine andere. Wie gesagt, gibt es nach links, nach rechts ein paar kleine Straßen und da muss man parken mit einem einzigen Rad eventuell. Ja, es ist nicht okay. Ich versuche euch zu zeigen, da oben ist Wiese. Da packen die 4x4, ja, direkt auf der Wiese. Hoffe ich, das kommen die alles raus. Da ist da oben, dann ist unten so. Und wenn du nach rechts gehst, von hier 2-3 Kilometer, jede Wiese ist voll mit sind Tausende von Wohnmobilen. Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen nicht so schön, nicht so gut organisiert von meiner Seite. Aber gut, ich bin einfach einen Kilometer weiter. Hier ist gar nichts organisiert. Wofür bezahlst du hier? Weil es kein Parkplatz ist, es ist einfach eine Straße, eine Wiese. Aber gut. Und dann weiter gibt es ein kleines Ort. Und da habe ich hier irgendwo auf einer Straße geparkt. Und übernachten. So, jetzt brauche ich noch einen Kilometer nach unten auf die Hauptstraße. Da nimmt man einen Bus, weil die Messe ist eigentlich um die 7,8 Kilometer entfernt von hier. Und ja, wir gehen einfach dahin. Es ist morgens 10 Uhr und schauen wir, was gibt es da. Ich werde euch Kleinigkeiten noch zeigen für die, die gar nichts waren. Ich bin auch erstes Mal hier. Mal sehen, was gibt es überall. Das war die erste Film. Nicht so positiv, finde ich. Aber gut, viele von euch sagt hier, ja, aber das ist Abenteuer Allroad. Was machst du da ohne Allroad? Ja, muss auch die normale Leute kommen, nicht nur die Allroad. So, dann bleibt dran. Ich werde euch mehrere Filme zeigen.